Nummer 21 Satans Waffen. Meine lieben Brüder und Schwestern in Christus. Am Abend des 1. April 2004 kam die Gottesmutter während meiner Übungen im Busch wieder mit einer anderen Botschaft zu mir. Sie sagte Folgendes: Gerade jetzt in diesem Augenblick, meine lieben Kinder auf Erden, lebt ihr in einer Zeit, in der Satan seinen Fuß extrem fest auf die Menschheit gesetzt hat, mit einer Reihe von Waffen, mit denen er sowohl angreift als auch Kontrolle über eure Seelen gewinnt. Unter dem Aufgebot an Waffen, die er zu seiner Verfügung hat und die er ausgewählt hat, viele, viele von euch, meine lieben Kinder, anzugreifen, ist eine, die mit Geld und materiellem Wohlstand zusammenhängt. Satan hat viele Male in der Vergangenheit diese Waffe ergriffen, um Kontrolle über viele Seelen zu erlangen, aber nie zuvor hat er so viele meiner Kinder mit einer solch verheerenden Wirkung infiziert. Gerade jetzt zu dieser Zeit, zusammen mit der menschlichen Schwäche der Habsucht, hat er nicht nur Erfolg beim Infizieren jener meiner Kinder, die danach gestrebt haben, krasse Mengen an materiellem Reichtum anzuhäufen, sondern hat jetzt diese heimtückische Waffe um eine neue Variante erweitert, nämlich um die Schulden. Mit dieser neuen und modernen Erweiterung konnte er jene meiner Kinder erreichen, die ohne die notwendigen Mittel, die nötige Geschicklichkeit oder Arglist, die krassen Mengen an materiellem Wohlstand anzuhäufen, dennoch auf materiellen Reichtum zugreifen konnten, sowohl deutlich über ihren Bedarf hinaus als auch in der Tat ihre finanziellen Mittel übersteigend. Es ist so wichtig für euch, meine lieben Kinder, zu verstehen, dass diese Waffe die Kontrolle über das Leben von so vielen meiner Kinder gewonnen hat, so dass ihr gesamtes Leben und ihr Hauptaugenmerk entweder darauf gerichtet ist, den materiellen Reichtum anzuhäufen oder, wie es mit so vielen meiner Kinder heute der Fall ist, auf die monumentale Aufgabe gerichtet ist zu versuchen, entweder die Schulden, die geschaffen wurden, um auf diesen materiellen Wohlstand zuzugreifen, zurückzuzahlen oder zu versuchen, sie zu kontrollieren. Dieser zentrale Gegenstand ist in so vielen Fällen so allumfassend, dass so viele meiner Kinder einfach nicht in der Lage sind, etwas Zeit aufzubringen, um sich auf die Bedürfnisse ihrer Seelen zu konzentrieren. Diese Waffe wird in eurer heutigen Zeit so oft zur Grundursache von so viel Schmerz, Leiden und Unruhe, und zwar sowohl innerhalb eurer Familien als auch in der Gesellschaft im Allgemeinen. Diese Waffe Satans ist in der heutigen Welt zu einer Massenvernichtungswaffe für Seelen geworden. Sie ist ansteckender für den Leib und die Seele, als jede von Menschen gemachte biologische Massenvernichtungswaffe. Sie verändert den Geist oder zerstört die Seele mehr als jede von Menschen gemachte chemische Massenvernichtungswaffe. Sie ist explosiver, die Werte der Familie und die menschlichen Werterichtung mit Mensch aufzulösen und Seelen total zu vernichten, als jede von Menschen gemachte nukleare Massenvernichtungswaffe. Diese, Satans ansteckendste Massenvernichtungswaffe für Seelen, ist zerstörerischer und schädlicher als alle drei zusammen. Leider, leider hat Satan so viele meiner Kinder auf Erden erfolgreich infiziert, vor allem mit Hilfe und Unterstützung der Medien, eine Quelle, die kommerziell so gut manipuliert wurde, um euch zu ködern, meine lieben Kinder, sowohl Zugang zu der augenblicklichen Freude des Materialismus und Wohlstandes zu finden als auch daran teilzuhaben. Bitte denkt daran, meine lieben Kinder, mein geliebter Sohn Jesus sagte, dass ihr nicht zwei Herren dienen könnt, da ihr den einen lieben und den anderen hassen werdet. Ihr könnt nicht dem Materialismus und krassem Reichtum treu sein und gleichzeitig meinem geliebten Sohn Jesus treu sein. Aus diesem Grund hat Satan diese besondere Waffe benutzt, die Massenvernichtungswaffe für Seelen, um eure Seelen zu zerstören. Satan weiß sehr gut, dass ihr meinem geliebten Sohn Jesus oder eurem himmlischen Vater oder auch mir, eurer himmlischen Mutter, keine Zeit widmen könnt, wenn ihr euch völlig darauf konzentriert, Reichtum und Geld anzuhäufen. Auf diese Art und Weise entzieht Satan sehr erfolgreich euren Seelen die himmlische Nahrung der Gnade, die eure Seelen benötigen, damit ihr die ewige Erlösung erlangt. Und schließlich erdrosselt er eure Seelen und übernimmt die totale Kontrolle über diese. Denkt bitte auch an das Gleichnis, das mein geliebter Sohn Jesus euch in der Heiligen Schrift hinterlassen hat. Es ist einfacher für ein Kamel, durch ein Nadelöhr zu gehen, als für einen reichen Mann, in das Königreich Gottes einzutreten. Es ist eine menschliche Tragödie, dass, während so viele meiner Kinder versessen darauf sind,
so viel Reichtum für sich selbst anzuhäufen, unterdessen so viele andere meiner Kinder auf Erden sogar ohne das Notwendigste für das menschliche Leben gelassen werden, wie Nahrung und einfache Bekleidung und auch eine schlichte und einfache Behausung. Meine lieben Kinder auf Erden, lasst nicht zu, dass Satan euch einfängt und eure Seelen mit dieser heimtückischen Massenvernichtungswaffe für Seelen zerstört, und ermöglicht ihm nicht, dass sowohl ihr als auch Selbstsucht euer Leben bestimmt. Lasst nicht zu, dass Satan euch verwirrt mit dem, was ihr euch wünscht und was ihr benötigt. Satan richtet eure Gedanken nicht auf die Notwendigkeiten des Lebens, sondern er verleitet euch mit dem Geglitzer der Wünsche und ermutigt euch zu glauben, dass dies in der Tat notwendig ist. Noch heimtückischer jedoch ermutigt euch Satan dann, darüber hinaus zu glauben, dass ihr diese als Notwendigkeiten verkleideten Bedürfnisse haben müsst, aber vor allem unmittelbar, damit ihr augenblickliche Befriedigung erhaltet. Richtet euer Augenmerk nur auf die wirklichen menschlichen Notwendigkeiten, denn auf diese Weise habt ihr einmal Zeit für meinen geliebten Sohn Jesus und die Sehnsucht nach ihm, zum anderen könnt ihr euch auch auf die geistlichen Nöte der Seele konzentrieren. Bitte, meine lieben Kinder, denkt über die Worte des geliebten Sohnes Jesus nach, wenn er vor etwa 2000 Jahren zu den Menschen sagte, ihr werdet Schätze und Reichtümer im Himmel haben. Im Himmel solltet ihr den Reichtum suchen und nicht hier auf Erden, wie Satan euch glauben machen will. Die einzige Fülle und die einzigen Reichtümer, die ihr auf Erden suchen und anschaffen müsst, sind die Fülle und der Reichtum an himmlischen Gnaden, um eure Seelen zu bereichern. Nur dann, wenn ihr wirklich nach den heiligen Worten meines geliebten Sohnes lebt und danach sucht, eure Seelen zu bereichern, seid ihr in der Lage, Satan aus euren Seelen auszusperren und ihn daran zu hindern, diese heimtückische Massenvernichtungswaffe für die Seelen über euren Seelen zu entfesseln. Mit dem Abschluss dieser Botschaft forderte mich dann die Gottesmutter auf, eine Reihe von Gebetstreffen während der Karwoche durchzuführen, beginnend am Passionssonntag bis hin zum Karfreitag, mit konkreten Intentionen, die ich unten aufgeführt habe. Passionssonntag, für die Anliegen jener Priester, die Andachten zur Gottesmutter auf dem australischen Kontinent verhindern. Heiliger Montag, für die Anliegen jener Priester, die Andachten zur Gottesmutter auf dem asiatischen Kontinent verhindern. Heiliger Dienstag, für die Anliegen jener Priester, die Andachten zur Gottesmutter auf dem europäischen Kontinent verhindern. Heiliger Mittwoch, für die Anliegen jener Priester, die Andachten zur Gottesmutter auf dem afrikanischen Kontinent verhindern. Gründonnerstag, für die Anliegen jener Priester, die Andachten zur Gottesmutter auf dem amerikanischen Kontinent verhindern. Karfreitag, für die Anliegen des Priesters, der die Andachten zur Gottesmutter in meiner eigenen Pfarrkirche verhindert. Mit dieser Aufforderung hatte die Gottesmutter mich gebeten, andere einzuladen, an diesen Gebetstreffen teilzunehmen. Danach verließ sie mich mit ihrem jetzt üblichen Segen und einer Menge mehr, darüber zu meditieren, während ich meine Übungen fortsetzte. Ich bete, heilige Mutter Gottes, dass diejenigen, die deine Botschaften lesen oder hören wollen, sie mit deinem Segen empfangen, und dass auch ihr Herz mit deinen Gnaden und deiner Liebe erfüllt wird.